Moin, wenn Sie heute mit dabei sind und morgen natürlich auch. Und den Weltcup-Auftakt wieder zum richtigen Spektakel machen. Und es ist in der Tat ein Bangen bis zum Schluss gewesen. Die Temperaturen gingen immer weiter. Der Schnee, der frisch rieselte von diesen beiden Silos, der taute natürlich auch wieder relativ schnell. Auch wenn es im Nachhinein geworden ist. Normalerweise ist diese Region ja dafür bekannt, dass sie fast nur zwei Jahreszeiten hat, nämlich Winter und strenger Winter. Aber inzwischen kann man in ihrem Land wahrscheinlich auch schon Wein anbauen. Also es verschiebt sich klimatisch ein bisschen was. Wir trotzen dem Ganzen, und das hat der VfC Klingenthal ja auch relativ gut gebracht. Gestern zur Qualifikation konnten wir uns schon davon überzeugen, dass es hier sehr, sehr gut funktioniert, dass es tatsächlich ein Winterspringen im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ja, und da haben sich dann auch die Deutschen, die schon bei der Welcome Party auf dem Marktplatz gesagt haben, wir freuen uns auf die Schnee in der Fußball-Arena. Also wir finden das unheimlich klasse, was die Leute hier auf den Handelsmarkt machen. Die haben sich gleich mal ordentlich ins Zeug gelegt. Einer vor allen Dingen, den wir gar nicht so auf der Rechnung hatten und der es jetzt in den Titelwettbewerb geschafft hat, der also heute als einer der Spieler, die hier als Olympiasieger antreten, auf die Schanze darf. Ja, und das sozusagen gleich im ersten Loch. Ja. Es ist Markus Eisenbichler. Er wird das deutsche Quartett also anführen. Er ist in der Quali hier mit Rang 6 ein dickes Augenprobezeichen gesetzt. Und dann hat Schuster gesagt, okay, dann lassen wir den jungen Mann ganz einfach heute hier im Team schon mal auf die Schanze. Da kann er sich bewähren. Und dass unser Team bewähren kann, das haben wir in Sochi gesehen. Das haben wir auch bei der großen Welcome-Party hier in Klingenthal auf dem Marktplatz gesehen am vergangenen Donnerstag. Und Severin Freund hat vor wenigen Tagen gesagt, wir sind eine Mannschaft, so geeint und kompakt wie nie.